Weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag und wir machen heute weiter. Wir sind immer noch dabei, dieses Dorf hier zu infiltrieren. Und wir sollen unseren Kumpel Julien de Casse aufspüren. Da ist noch einer. Läuft aber gerade weg. Das heißt, ich werde mich dabei jetzt gerade kurz in die Richtung bewegen. Da sind zwei, oder? Sehe ich das richtig? Warte, ich sind gerade mal die... Oh, da sind noch mehr, ne? Es macht gerade eher Sinn zu sagen, weil da vorne noch drei einzelne sind. Vier mehr, mehr. Gehen wir kurz in das Gebüsch hier, also wir sind in die Plantage rein. Da kommt jetzt ein Kollege an. Naja, wenn ich jetzt den... Das sind jetzt wie viel? Paar. Ah. Oh, jetzt gesehen. Scheiße. Warte mal. Oh, komm. So. Die haben es jetzt natürlich erstmal... nicht gecheckt. Der Kollege, der da steht, der hat jetzt gerade gedacht, da ist doch irgendwas. Scheiße, der hat was gesehen, der Typ da vorne. Interessiert mich aber herzlich wenig, was du gesehen hast. Weiter. Ja, wir haben es mittlerweile, also fast. Wir haben viel jetzt weggearbeitet an, vor diesem Dorf hier. Das Wichtigste habt ihr aber nicht. Entweder mich und wir haben das Schiff noch nicht. Aber Step by Step. Da ist noch einer. Warte mal. Wir müssen wissen, was da los ist. Also da sind noch, wenn ich richtig sehe, sind es noch drei. Da vorne wird keine, das wird nicht passen. Da wird keine Schrotflinte hinkommen. Weiter, der da. Den will ich jetzt auch gerne haben. So, weiter. Ich kann natürlich jetzt sagen... Ah, das wird natürlich jetzt toll passen, wenn ich da jetzt rein marschiere. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, den Typen. Kann ich hier nicht runterziehen? Warte mal. Nur noch mein Lieblingsspielchen. Einmal du. Und einmal du. So, jetzt hole ich mir den Kollegen davon und dann haben wir hoffentlich das große Ziel. Tschüss. War was? So, sollen wir noch Julien de Casse holen? Okay, noch nicht zu sehen. Da vorne schleicht irgendwas Feindiges rum. Da läuft noch mehr Feinde. Da läuft noch mehr Feindiges rum, okay? Noch ein paar Feinde.
Da hinten ist er. Julian de Kass. Geh mal bitte weg, Tequila. Warte. Ist noch links? Ja, hab ich. Oh, tschüss. Wenn sie jetzt nicht auf mich schießen, müsste ich eigentlich erstmal gucken, dass ich rauskomme aus der Nummer. Eigentlich hatte ich gedacht, mit der Rauchbombe könnte ich den vielleicht töten. Aber okay. Sie sind natürlich jetzt wissen jetzt, dass ich da bin. Das ist aber nicht allzu tragisch. Ich halte mal gerade kurz. Sie sind jetzt erstmal wieder ein bisschen. Der ist ja nicht da. Kann er mich eigentlich. Weil ich muss mich jetzt gerade noch ein bisschen regenerieren. Von hinten kann nichts nachkommen. Weil wir haben das komplette Dorf auseinandergenommen. Jetzt muss ich gucken, dass ich. Warte mal, er hat ja gesagt, optional ist hier das ja den per Luftschlag zu. Luftschlag, ja. Den per Luftattentat zu holen. Warum auch immer du jetzt wieder runtergehst, mein Freund, eigentlich war es anders geplant, aber gut. So. Geh doch mal da hoch! Warum? Ey, du sollst da hochgehen und nicht da irgendwie. Hör mal. Ich muss jetzt. Ah, du sollst da mal. Je cleverer ist er, wenn du clever wärst, wärst du jetzt da. Ich stelle mich aber tatsächlich dämlich an. Ich komme da nicht ran, ne? Jetzt. Eigentlich will ich da hoch. Die wissen. Sie wissen ja, dass ich da bin. Kommt der jetzt irgendwie hoch oder was? Scheiße, das war mit dir zu packen. Ey, du sollst da nicht runterspringen, ey. Doch, ich springe gerne in den Freitod. Jetzt habe ich natürlich das Problem, jetzt muss er wahrscheinlich nochmal neu laden. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder alle im Dorf um mich rum. Natürlich. Ey, du sollst das doch nicht machen. Warum springst du denn da runter? Ach, Mann. So, jetzt mal Ruhe. Ich brauche Luft, ich brauche weniger. Mann, ey. Hauptsache, du springst da erstmal runter, mein Freund. Ich geh mal. Ich kürze das dann jetzt etwas ab, mehr oder weniger. Eigentlich habe ich ja, ich habe eben das komplette Dorf auseinander gebastelt. Aber das werde ich jetzt nicht tun, sondern wir werden uns jetzt unser Schiff begeben. Ist das zu des? Ah, Mann! Was jetzt?
Vamos! Deprisa! Wir laufen diese Woche 4 Elfen an. Tschüss. Ich könnte ihn jetzt natürlich holen. Ich hoffe, dass ich den vielleicht kriege. Wenn er mehr clever ist, geht er jetzt hier. Wenn er doof ist, geht er jetzt hier runter und dann kann ich ihn vielleicht per Luftschlag. Per Dings holen. Seht zu, dass ihr die Ladung sichert. Geh weiter, geh weiter. Mann! Komm, komm zu mir. Komm zu mir, mein Freund. Komm zu mir, mein Freund. Erinnerst du dich noch an dein Geschenk? Es macht sich wirklich gut. Siehst du, Peter? Kühn wie eine Musketenkugel. Doch nur halb so klug. Mir wirklich leid, Freund. Doch ich darf keinesfalls riskieren, dass du deinen Templerfreunden von mir erzählst. Ich bedauere dich, Bukani. Nach allem, was du sagst, nach allem, was du über den Orden weißt, lebst du doch das Leben eines gemeinen Schurken. Was ist das? Hast du außer dem Diebstahl keinerlei Ambitionen? Bist du zu dumm, um das Ausmaß der unseren zu begreifen? Alle Reiche dieser Erde abgeschafft. Eine freie und offene Welt. Ohne Parasiten wie dich. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Tschüss. Damit haben wir diese Mission mit dem optionalen Ziel erreicht. Und haben wir haben jetzt ein neues Schiff, oder was? Ja, das... Nicht in Kämpfer wickeln lassen, okay. Naja, ist halt so. Egal, wir haben es trotzdem hingekriegt. Wir sind doch gut. Die gefällt mir sehr, sehr gut, diese Mission. Geben wir mal Feedback. Und ja, dann sind wir durch. So. Und damit haben wir tatsächlich. Ich glaube, wir haben dieses Level 60er Schiff jetzt mittlerweile. Hey! Oh. Noch einen Moment. Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh. Bonjour. Natürlich. Richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Deshalb hat unser Tool-Team eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Gut. Darf ich jetzt... Soll ich jetzt folgen, oder was? Scheinbar. Ja. Olivier ist echt nett, der weiß nicht. Ja, tatsächlich. Ich soll erstmal folgen. So, das Büro.
Das CO. CCO. Keine Sorge, wir machen das noch und dann nochmal Firewood. Hi. Test, test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Okay, wir machen trotzdem einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was es hier so ergibt. Vielleicht machen wir das auch noch hinten dran, aber schauen wir mal. Bis dann.